Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warframe. Mein Name ist Hanan hier. So, wir haben dabei den Olli. Moin. Und die Mu, die hüpft hier auch irgendwo rum. Da ist sie, die Feuermu. So, dann würde ich sagen, kann einer von euch mal kurz hacken. Währenddessen erkläre ich, was dieser ominöse Titel in dem Video jetzt dazu bedeuten hat. Ja, zu viele in Anführungszeichen unnütze Warframes wird das Thema sein, über das wir uns heute unterhalten. Und damit meinen wir nicht, dass die Warframes kacke sind, dass sie doof sind oder sonst oder so weiter. Jeder Warframe ist auf seine Art und Weise unnütz. Unnütz? Ja, nützlich, das wollte ich sagen. Gott, das fängt schon gut an. Ich bin immer noch krank, lasst mir in Ruhe. Ja, armes, ja. Sterb doch mal. Wie hieß der noch? Ah, ja, gerade. Nein. Jeder Frame ist auf seine Art und Weise nützlich, aber es gibt halt Frames, die sieht man sehr, sehr selten. Siehe jetzt Sapphire, Oberon, Banshee, Hydroid, Limbo und so weiter und so fort. Die Frage, die wir uns dabei stellen, ist, warum sind die so in Anführungszeichen unbeliebt? Also jetzt im Gegensatz zu einem Rhino Prime mit dem Boltor Prime und gib ihm. Oder eine Ember mit Tonkor. Hallo Olli. Ja, und wie gesagt, diese Frage stellen wir uns heute. Und dann würde ich sagen, übergebe ich mich mal kurz an Mu. Du darfst mal anfangen, einfach so, weil ich das jetzt so. Ich darf mal anfangen. Jo. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe jetzt in den paar Monaten, das ist glaube ich etwas über ein halbes Jahr, wo ich Warframe spiele, ganze zwei Sapphires in der Mission gehabt, wo ich mich frage, warum wird der so wenig gespielt? Ich denke mal, jeder Frame, wenn man den richtig moddet, hat gute Eigenschaften. Absolut, ja. Ne, was ich bei ihm ganz interessant und an ihr. Sapphire ist sie, ne? Ja. Sapphire ist nur sie, ja. Aber es ist halt der Frame. Finde ich halt diese Tornados, die sie machen kann. Gut, das Augment dafür ist natürlich. Ja, es sind dann mehr, aber die machen halt eben nur die Hälfte an Schaden, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Weiß ich nicht, ob das dann so von Vorteil ist, ne? Wenn man das benutzt. Mhm. Genau wie Oberon. Oberon ist so ein Ding, wenn man sagt, so, ich spiele jetzt einen Oberon, dann kriegt man also ganz oft zu hören, oh ja, nee, was willst du denn mit dem? Mit den richtigen Augments und auch so ist das kein schlechter Frame. Nee, überhaupt nicht. Na, wenn ich da dieses heilende Kielholen reinpacke, also dieses Augment für diesen Teppich da, dann kann ich meine Verbündeten heilen und die Gegner kriegen noch mal extra Aua. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum so viele Warframes im Grunde genommen verschrien sind. Hm. Ich find's ein bisschen schade. Weil wie gesagt, es kommt immer auf die Moddung an, wenn die Mods nicht passen, dann ist jeder Warframe, auf gut Deutsch gesagt, ist nur so. Hm. Wenn ich die falschen Mods da reinpacke, dann nützt auch ein Super Ash nix oder ein Rhino. Ja. Grob gesehen, ja. Ja. Lassen wir mal so stehen. Also jetzt überzogen. Ja. Überzogen, klar. Gesagt. Ne? Wenn ich keine Ahnung vom Modden habe, dann ist, na klar, hat ein Rhino seine Eisenhaut. Ja? Die ist ja super nützlich. Mhm.
Ja. Trotzdem denke ich, dass ich, wenn ich meine Mods ja da reinstecke, kriege ich den ja noch besser. Mhm. Na, von daher ist halt eben meine Meinung, es nützt mir der in Anführungsstrichen beste Warframe nix, wenn ich da die falschen Mods reinhaue. Ja, absolut. Absolut. Olli, was sagst du dazu? Die wollen immer alle die Warframes haben, die großen, guten, keine Ahnung. Ja, also, ich bin ja nur ja, bekannt dafür, dass ich die Ember spiele. Ja? Also ich liebe das, mit der Ulti durch die Gegend zu laufen, dann kannst du dann auch schon mal alleine spielen. Wenn du mit anderen zusammenspielst, kann das natürlich für die Leute nervig sein. Ne? Das kennst du ja auch. Mhm. Die wenigsten haben, glaube ich, überhaupt eine Ahnung davon, wozu ihr Warframe eigentlich imstande ist, selbst ohne großartige Moddung. Also da werden einfach nur diese Standarddinger benutzt. Entweder sehe ich Lokis durch die Gegend rennen oder halt ich sehe sie halt nicht. Ja. Ja, also du siehst da irgendwas durch die Gegend sprinten, da wird wohl ein Loki sein. Oder halt den Ash oder keine Ahnung, was für ein Klöderkram da halt gerade rumflitzt und die sind halt heiß begehrt und zum Beispiel Wauwan jetzt, ich mache hier überall meine Spulen hin und mach und tu und ja, es bringt halt Laune. Ja. Ja, ich denke halt einfach, dass der Punkt, warum diese Frames von vielen Leuten nicht gespielt werden, also jetzt mal ganz speziell auf die Banshee, ist, dass viele Leute den oder die Banshee einfach nicht wirklich verstehen. Banshee kann ein übertriebenes Support-Monster sein, also wirklich ein ganz, ganz fieses Dingsbums. Allein mit ihrer Silence, dass sie die Fähigkeiten außer Kraft setzt. Dann mit dem, hier musst du hinschießen, da hat er ein Aua-Fähigkeit. Oh. Den Spins. Hat er ein Aua. Das ist absolut hammergeil, das Ding. Und wie gesagt, das wissen halt viele Leute nicht. Das, was ich halt so auch noch denke, ist halt einfach, die machen nicht bumm genug. Wie du auch schon gesagt hast, Olli, es ist halt ja, ein in Anführungszeichen, ein relativ langweiliger Frame. Du machst halt nicht so viel, aber unterstützt die Gruppe halt super damit. Aber du machst halt, ja, du hast halt nicht dein Stomp vom Rhino, du hast halt nicht dein Ember Ulti. Du bist halt dabei, aber super nützlich. Nur halt, du bist nicht der, boah, super Typ. Ja, du bist halt nicht der diesen super Damage reindrückt. Ja. Ich hab mal kurz aktiviert. Frame. Ja. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr schade, dass wirklich viele Leute dieses Denken haben. Ich sag nicht alle. Und wie ich halt vorhin auch schon gesagt habe, ich sage nicht, dass die Frames kacke sind. Es ist einfach nur, dass sie halt nicht so viel gespielt werden, weil mögliches Verständnis halt der Frames fehlt. Die Frage ist jetzt, wie könnte man es schaffen, diese Frames beliebter zu machen? Irgendwie sowas? Muss es jetzt wirklich ein Rework sein, dass du halt wirklich sagst, okay, die brauchen jetzt die Digital Extreme Liebe? Wie hat jetzt die Saren oder so, weil das ist ein ziemlich geiler Rework, wie ich finde, oder halt auch die Mesa mit ihrem Ulti. Finde ich persönlich sehr geil, weil du musst das Spiel jetzt spielen und kannst nicht einfach nur pressen und so weiter und so fort. Ist es da wirklich notwendig, dass sie da diesen starken Rework bekommen? Oder kann man sie auch so normal spielen? Was sagt ihr? Also ich denke mir mal, ich,
wie gesagt, bestes Beispiel ist für mich ein Oberon. Wenn man den richtig moddet, kann man den auch so spielen, wie er ist. Mhm. Dann braucht der keinen Rework. Na, klar, man kann jeden Warframe noch pushen, dass er zusätzlich noch mehr Schaden und hast du nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich find's eigentlich jetzt beim Beispiel von Oberon, finde ich es nicht nötig. Mhm. Der kommt ganz gut zurecht. Definitiv, ja. Olli? Olli! Ja. Ich glaube, überleg mal. Du bist noch dran. Ich war gerade auf. Mann, ich habe doch gerade ein Ziel verfolgt. Er hat. Sein Ulti ist ausgelaufen, deswegen musste er mal schießen. Was? Du weißt schon, mit was ich hier durch die Gegend laufe, ja? Danke. Ja, Ulti, Ember, ja. Nee, er hat keine Ember. Ah, nee, ist ja Wauban, stimmt. Ja, ja. Sorry, sorry. Das ist halt so dieses. Ja, Olli. Ich hab jetzt, ne? Ist ja gut, du kriegst nachher. Du kriegst nachher zwei. Entschuldigungskeks. Ja, den. Du bist ja sowieso dran, Kekse zu backen, Mu, von daher. Aha. Kriegst du dann nachher vom Mohnkeks. Hab ich mal so beschlossen. Böse. Boah, ist das gemein. So, nein. Ja, Olli. Wie siehst du die Sache? Hübschmachung von Frames und so weiter und so fort. Müssen die hübsch gemacht werden? Die Leute sollten. Ja, es sind nicht alle so, aber viele Spieler habe ich jetzt schon kennengelernt, die sehr den Ego-Shooter-Style hier durchlaufen. Ne? Also, die lassen sich auch liegen. Du kannst die 25 mal aufheben. Wenn du dann auf die Seite fällst, Pech gehabt, ne? Stimmt. Da kann ich ja mal das machen, falls einer umfällt. Ja. Es ist sehr nervig. Also das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer werden. Umso stärker, glaube ich, dieses Spiel sich durchsetzen wird. Bisschen schade einfach. Ja. Ja, wie gesagt, die Frage war jetzt, wie könnte man deiner Meinung nach das verändern? Brauchen die wirklich diesen Rework, die Frames? Oder meinst du, die Leute sollten einfach nur mal, nicht alle, aber halt ein paar, sollten sich einfach mal Gedanken darüber machen, kann ich diesen Warframe in der Gruppe spielen? Weil Warframe ist ja nun mal ein Koop-Spiel. Also sollte es jedenfalls sein. Und nicht ein ich mache jetzt hier den dicksten Damage und bin der krasseste. Meinst du, die brauchen das? Oder denkst du, die ganzen Frames sind auch ohne die Liebe von DI spielbar? Wenn die Leute anfangen würden. Upsi. Oh, 24%? Ich geh. Ja. Okay. Ja? Wenn die Leute... Olli? Eingeschlafen. Ja, eingeschlafen sind. Nein! Hat sich gewundert, warum bei der 4 nichts passiert. Nein. Ah, der Witz ist jetzt wirklich. Ey, wo ist er? Ich schieße ihn um. Wo ist er? Hey, wenn das einer von DEA sieht, bitte, ich möchte eine Waffe, mit der ich Taladir im Spiel abknallen kann. Einfach nur mal so. Einfach nur und wegschießen. Wenn er fragt, warum, gleich nochmal. Der muss gleich mit einem Schuss alle 4 Leben weg sein. Klock. Komm her, du. Nee. Ah! Uti! Utini! Renn! Geh weg, ich will. Du kriegst mich nicht.
Irgendwann wirst du wieder aufgesammelt und dann, ne? Nee. Also habe ich ja noch einen. Also, Mu hebt dann ja auf. Prozent? Ja, ich such so ein Ding. Hab eins. Okay. Puh. Beinahe hätten die Leute wieder was zu lachen gehabt. Hier, nee, eins oben. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Raum. Soma Prime. 15 Minuten. Alter, was ist denn heute los? Wir haben ja mal Loot. Wird ja bescheuert. Nicht nur so ein Blödsinn. So, Olli, du bist immer noch dran. Frage. Ja? Brauchen die Liebe? Ja, nein? Ja, die Leute sollten halt lernen, mehr miteinander zu zocken, dass man halt nur in der Gruppe das Ding durchstehen kann. Was man sich dann halt so hübsches alles anhören muss. Hier, ich bin Krone, ich bin hier Level 20 an die Rang, ist das ja schuldige. Wollt euch Ränge ja jetzt hier nicht beleidigen. Ihr seid ja alle schon über 10. Ja. Und nein, ich bin immer noch 9 und ja, ich könnte schon Rang 10 haben und Glück. Bla, und 12 hast du nicht gesehen. Und ist mir alles total egal, ich bleibe auf 9. Ja, ist einfach so. Ja, ja, mach. Gut, dann kann ich die Silhouette ja verkaufen. Ja, dann verkauf sie doch, dann kaufe ich sie mir halt selbst, Alter. Du bist doch auch bei Cephalon. Wenn du dann irgendwann doch mal 12 bist, kannst du die ja bei Cephalon kaufen. 9, so. 9 ist eine schöne gerade Zahl. Was? Ja. Ja, also ich werde jetzt einfach mal kurz den Faden aufgreifen nochmal. Ich würde sagen, viele der Frames brauchen kein wirkliches Rework. Vielleicht ein bisschen Anpassung, meiner Meinung nach. Aber jetzt so ein Komplett-Dingsbums, dass man halt sagt, so, okay, die müssen komplett überarbeitet werden, ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass irgendwie alle Frames für jede Mission irgendwie sinnvoll sein müssen. Dass jeder Frame im T4, keine Ahnung, Defense, Welle 9000 noch alles one-hitten muss. Das ist total dämlich, das wird nicht passieren und so weiter und so fort. Und da hat es gerade an der Tür geklingelt. Ich hoffe, werde jetzt hier nicht gleich weggehauen. Frau nimmt die Bude auseinander. Sehr schön. Alles kommt mit einmal. Ja, und wie gesagt, es ist so meine Meinung dazu, dass ja, jeder Frame ist halt für seine Konfiguration beziehungsweise für das, was er halt darstellt, gut. Absolut. Und ja, ich denke, da muss nicht allzu viel gemacht werden. Bin ich jetzt der Meinung. Dass da halt, wie gesagt, wirklich so ein komplettes Saren-Rework oder sowas passieren muss, das wird, ja, das glaube ich nicht notwendig. Aber das ist halt meine Meinung. Wie gesagt, mir geht es halt nicht darum, den ultra super One-Shot alles Totmachungs-Frame zu haben. Ich möchte einfach Spaß haben. Das ist halt meine Philosophie des Spiels, die ich halt auch schon oft genug gesagt habe und die ich halt auch mehr oder weniger predige. Und was bringt mir ein Spiel, wo ich halt der krasseste bin, aber keinen Spaß dabei habe. Nee, bringt nichts. Ja, also, wie gesagt, das ist meine Meinung zu dem Thema. Und jetzt überlasse ich euch nochmal kurz das Mikrofon. Ihr dürft nochmal, wenn ihr wollt, irgendwas dazu sagen. Wenn nicht, dann machen wir Feierabend. Nee, ich geb dir da recht. Also, wie gesagt, ich finde auch nicht, dass die unbeliebten wirklich überholt werden müssen.
Ne? Die Leute sollen halt eben einfach lernen, was kann ich mit dem, was kann ich mit meinem Warframe? Die Mods halt eben benutzen, die bestimmte Fähigkeiten halt eben noch aufwerten. Hm. Und dann ist jeder noch so unbeliebte Warframe ein richtig guter Supporter. Hm. Oder halt eben Damage Dealer. Hm. Ja, ja, ja. Na, je nachdem, wessen, welche Vorliebe man hat. Es gibt halt Leute, die spielen halt eben lieber diejenigen, die halt ständig irgendwie aufs Knöpfchen drücken und damit Leute aufheben. Und die anderen sind halt diejenigen, die da durch die Gegend rennen und Damage machen. Hm. Ja. Olli, du noch abschließende Worte? Ich habe noch abschließende Worte, ja. Es kommt nicht auf den Rang an. Die Leute sollten mal endlich lernen, dass es nicht auf den Rang ankommt. Den Rang hoch zu pushen ist nicht das Problem. Hm. Also, das ist nun die leichte Übung der Welt. Teamwork ist, glaube ich, das entscheidende Wort überhaupt. Richtig. Ja, auf jeden Fall in Verbindung mit den Frames halt. Ja. Ja, nicht da nur in Verbindung, generell. Generell. Ja, wir waren jetzt aber nur gerade beim Thema Frames. Aber ja, Teamwork ist absolut wichtig. Und wenn du da einen zwischen der hast, der erst Rang, keine Ahnung, 3 hat, oder du weißt, der hat, spielt das noch nicht so lange, oder wie auch immer, dass du halt wirklich mal unterstützt. Yep. Ja, ich glaube, den Schuh kann ich mir anziehen, dass ich da Leute unterstütze. Hm? Ja, einfach auf jeden mal so. Ja, 2 oder 3 Videos auf meinem Kanal dürfte das ja, ne? So gezeigt hat. Ja, okay, gut, dann würde ich sagen, sind wir hier nochmal durch mit dem Thema. Und, ja, wie immer, vielen herzlichen Dank, dass ihr, hallo, Feuertypi, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft. Was sagt ihr dazu? Zu der ganzen Thematik dieses Videos jetzt. Lasst es mich, uns, wie auch immer, in den Kommentaren wissen. Das würde mich mal wirklich sehr, sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Und ja, dann wie immer vielen herzlichen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute, vielen herzlichen Dank, Tante Mu. Jo, bitte. Und auch an dich, Olli, ein großes, herzliches Dankeschön, dass du dabei warst. Jo. Ja. Nee, ich halte mich jetzt zurück. Doch. So, jetzt muss ich ganz schnell abhauen. So, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ah, Hilfe! Ah! Mein Name ist Tanner hier. Bis dann. Tschüssi!